Als ich damals mit dem Zeichnen angefangen hatte, war ich natürlich begeistert von Porträts. Ich habe damals in Barcelona gewohnt und ich habe überall diese Künstler gesehen, die Porträts gemalt haben, und ich war einfach begeistert und habe mir gedacht, hey, das probiere ich jetzt doch auch mal aus. Gesagt, getan, heimgegangen, Mäppchen rausgepackt, irgend so einen alten Bleistift rausgezogen und dann einfach mal natürlich aus dem Kopf angefangen, ein Porträt zu zeichnen. Fehler 1 und 2 ist hier schon passiert. Ich erzähle aber erstmal weiter. Ich habe dann also gezeichnet, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, und es hat natürlich komplett bescheiden ausgeschaut. Das Bild ist dann im Müll gelandet und ich habe die Erfahrung gesammelt, dass ich kein Talent habe. Was habe ich mir dabei nur gedacht, mich einfach hinzusetzen und dass ich das Zeichnen lernen könnte? Das können doch nur Leute, wo studiert haben. Das war also der erste große Fehler, die ersten zwei großen Fehler, die mich dann Jahre gekostet haben, weil ich diesen Glauben dann locker mal 2 Jahre einfach so hingenommen habe, ohne es nochmal auszuprobieren. Was war hier der Fehler? Fehler Nummer 1, zuerst mit einem Porträt anfangen, wenn man noch nie wirklich viel gezeichnet hat, also mit der schwersten Klasse. Fehler Nummer 2, anfangen ohne Vorlage und zu denken, man kann es aus dem Kopf einfach machen, wenn man es noch nicht mal mit Vorlage kann. Verhindere also unbedingt diese 2 Fehler, wenn du Anfänger bist, weil es dich schnell frustrieren kann und du dann vielleicht zu diesem Schluss kommst, zu dem ich damals auch kam, dass du kein Talent hast, was absoluter Nonsens ist. Als ich mich dann irgendwann von diesen ersten 2 Fehlern erholt hatte und so langsam erste Ergebnisse beim Zeichnen sehen konnte, wollte ich natürlich den nächsten Schritt gehen und realistisch zeichnen. So realistisch, wie es nur geht, fotorealistisch. Und was denkt man sich dann natürlich? Ich will realistisch zeichnen, also brauche ich sehr, sehr viele Details. Und genau das ist der Fehler. In den ersten Jahren beim Zeichnen habe ich so viel Zeit damit verschwendet, alle Details so gut wie es geht nur darzustellen, ohne mich auf die Schattierungen zu konzentrieren. Man kann so viele Details malen und zeichnen, wie man will, wenn die Schattierungen nicht passen, wird das Bild nicht realistisch ausschauen. Hingegen andere Künstler, die wirklich sehr gut trainiert sind, die können Zeichnungen und Gemälde so erschaffen, dass sie von Weitem ausschauen wie ein Foto, aber sobald du hingehst, siehst du auf einmal die ganzen Striche, Pinselstriche und so weiter, weil die Künstler einfach gelernt haben, sehr gut zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Wenn du das dann geschafft hast, kannst du natürlich am Ende immer noch alle Details einbringen, aber du solltest wirklich den Weg gehen, dass du dich auf die Schattierungen konzentrierst, dass die gut passen und erst dann zu Details übergehen. Wie kannst du das Ganze jetzt aber machen? Ganz einfach, indem du immer wieder weggehst von deinem Bild. Und da meine ich jetzt nicht alle 20 Minuten, das ist eine andere Technik. Ich meine wirklich im Sekundentakt oder im Minutentakt. So mache ich das. Bisschen zeichnen, Abstand nehmen. Bisschen zeichnen, Abstand nehmen. Deshalb zeichnen auch sehr viele Künstler auf der Staffelei, weil es da wunderbar geht mit 1-2 Schritten immer wieder vor und zurück, immer wieder schön Überblick, die Augen zusammenkneifen, schauen, okay, wo sind wirklich die großen Schattierungen, bin ich genauso dunkel, und das Ganze anpassen. Wenn du dich daran hältst, wirst du viel schneller Fortschritte machen, als wenn du hunderte Stunden an irgendwelchen Fusseln in deiner Zeichnung rumzeichnest, ohne auf die Schattierung zu achten. Diesen nächsten Fehler macht wirklich fast jeder, und ich habe ihn natürlich auch gemacht. Und zwar Linien zeichnen, die nicht da sind. Schau dir mal diese Haare an. Fast jeder würde hier damit anfangen, einzelne Linien zu zeichnen. Linie für Linie, ganz klar, weil man zeichnet ja Haare. Und Haare sind ja Linien. Wenn du aber genau hinschaust, siehst du, dass in den Haaren hier eigentlich gar keine Linien zu erkennen sind, sondern einfach nur eine dunkle Fläche, die du ganz einfach schraffieren kannst, ohne da auf irgendwelche Haare zu achten. Was passiert aber? Du denkst logisch und zeichnest in dem Moment nicht mehr visuell, sondern aus der Logik raus. Das passiert ganz oft, und ganz oft bist du beim Zeichnen in einem Zustand, wo du gar nicht mehr richtig anwesend bist, wo du einfach so vor dich herzeichnest, du hast schon länger nicht mehr auf die Vorlage geschaut und du zeichnest so einfach vor dich hin. Ich bin mir sicher, du kennst es. Schreib es auch mal unten in die Kommentare, ob das dir auch schon passiert ist. Und dann ist es wirklich so, dass du dich erinnern musst. Und das ist die Technik, die ich für mich selbst entwickelt habe. Du musst dich erinnern und dir immer wieder selbst sagen, zeichne ich gerade, was ich sehe? Zeichne ich gerade, was ich sehe? Ich frage mich das immer wieder, wenn es bei mir schwer wird, wenn ich das Gefühl habe, oh,
jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie es funktioniert. Was ist denn hier jetzt überall los? Dann merke ich manchmal, dass ich einfach gar nicht mehr da bin und gar nicht auf die Vorlage schaue und wirklich mich frage, was ist hier? Wie stelle ich das hier jetzt dar? Und ich bin mir sicher, wenn du das machst, auch wenn es sich ein bisschen schwachsinnig anhört, aber es holt dich in das Jetzt zurück und es hilft dir dabei, dich wieder auf deine Vorlage zu konzentrieren und visuell zu denken und versuchen, das darzustellen. Du kannst damit enorme Fortschritte machen. Setz das immer ein, wenn du das Gefühl hast, es klappt irgendwie nicht, was ist hier los? Schaut so anders aus, frag dich, zeichne ich gerade, was ich sehe oder zeichne ich vielleicht aus meiner Logik raus einzelne Haare, weil da ja logischerweise Haare sind, aber auf der Vorlage sieht man keine, was jeder sehen kann, wenn er genau hinschaut. Deshalb setz das ein und verhindere diesen Fehler. Wenn du diesen nächsten Fehler verhinderst, wirst du viel größere Fortschritte machen und vor allem auch viel mehr Spaß haben beim Zeichnen. Ich werde dir sagen, welcher Fehler das ist und ich bin mir sicher, du kennst diese Situation. Und zwar, du zeichnest oder malst ein Bild und es schaut auf einmal komplett bescheiden aus. Richtig schlimm, du hast überhaupt keine Lust mehr, du willst dein Bild sofort in den Müll schmeißen, du bist gestresst und es macht in dem Moment keinen Spaß mehr. Und da möchte ich dir sagen, es ist manchmal ganz normal, dass du bei einer Zeichnung, bei einem Gemälde, was auch immer du machst, nicht ganz gerade auf dein Ziel zusteuerst. Es gibt immer diesen Moment, wo eine Zeichnung und ein Bild mal kurz bescheiden ausschaut. Ein Beispiel dafür ist, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Bild hast, wo du erstmal alles sehr dunkel gestaltest und dann durch Radieren aufhältst. Das ist zum Beispiel bei solchen sehr dunklen Kohlezeichnungen öfters mal der Fall. Und da bist du natürlich an einem Punkt, wo es überhaupt nicht gut ausschaut. Und du musst aber lernen, mit diesem Moment klarzukommen, ohne dabei frustriert zu werden, weil du dich sonst komplett aus der Bahn wirfst. Und wenn du dir in dem Moment jetzt aber sagst, okay, hey, ich habe jetzt die Erfahrung, ich weiß, das ist ganz normal. Ich glaube daran, dass ich das in die Spur bekomme. Es ist nur ein Schritt auf dem Weg zur fertigen Zeichnung, auf der ich gerade bin. Dann kannst du das handeln und kannst viel, viel mehr Spaß beim Zeichnen und beim Malen haben, weil du einfach weißt, es gehört dazu. Es ist überhaupt nicht falsch. Du kannst ruhig bleiben und einfach weitermachen. Ganz wichtig, mach einfach weiter an dieser Stelle, wo diese Frustration da ist und weißt, dass du es kannst. Wenn du jetzt noch mehr Fehler wissen willst, und zwar ganz speziell zum Porträtzeichnen, schau dir unbedingt auch dieses Video hier an.